Wahlkampf 2011, die CVP-Wahlkampf-Webseite. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Wie schon vor 4 Jahren schaue ich auch heute wieder die Webseiten der Wahlkampfparteien an für den Wahlkampf 2011 im Oktober. Das sind meine Kriterien. Separate Wahlkampfseite, ganz wichtig, Sprachen, Aktualität, Interaktionsmöglichkeiten, dann ganz wichtig, die Kandidaten und vor allem auch die Themen, ist die Seite SEO-tauglich. Haben wir Social Media Integrationsmöglichkeiten oder kann man interagieren dort? Videomaterial immer ganz spannend und die Navigation. Wir schauen uns das gleich online anhand der CVP-Webseite an, wie die das gelöst haben. Ich komme hier auf die Hauptseite und merke dann schnell, es gibt, und das ist das erste Kriterium, keine separate Seite. Ich habe hier ein riesen Headerbild, das kann okay sein, braucht allerdings sehr viel Platz hier. Wähle dann hier Wahlen 2011. Das heißt, der Fokus liegt hier auf der Seite sicherlich nicht auf dem Wahlkampf, obwohl er doch so eminent wichtig ist. Ich schaue mal nach den Sprachen, da haben wir Deutsch und Französisch, auf Italienisch hat man hier auch verzichtet. Aktualität in dem Bereich drin finde ich nicht. Es sind die Top-Themen hier unten, ich habe den Newsletter, den ich abonnieren kann, Mitglied werden oder natürlich spenden, ganz oben rechts ist klar das Wichtigste hier auf der Webseite. Alles andere hat nichts mit Aktualität zu tun. Interaktionsmöglichkeiten, auch hier habe ich Mühe, was zu finden. Das Einzige wäre vielleicht hier in diesen Kanälen drin, aber das ist natürlich dann auf einer anderen Seite drauf, vor allem extern und nicht in der Seite selber drin, gibt es also nicht Kandidaten. Und die Themen, ich habe hier die Kandidierenden, die kann ich anklicken, dann muss ich hier wählen, ob ich den Nationalrat oder Ständerat will. Nach Kantonen kann ich hier leider schon nicht mehr auswählen. Also wenn ich jetzt nicht weiß, ob einer in den Nationalrat oder den Ständerat will, dann finde ich ihn hier auch nicht so einfach. Jetzt kommen die Kantone, ich habe den Nationalrat und ich will den Kanton Aargau und jetzt kriege ich die Köpfe. Ich klicke also sicher dreimal, bis ich zu meinem Resultat komme. Das ist absolut mit Sicherheit zu viel. Gehe zurück dann auf die Themen. Die Themen finde ich hier oben und das ist natürlich jetzt wieder außerhalb der des Wahlkampfbereichs auf dieser Seite drauf. Hier komme ich dann auf die Themen drauf. Das sind die 12 Stück hier vertreten, also die finde ich mindestens, aber nicht im Wahlkampfbereich drin. Dann SEO-technisch schaue ich das kurz an, der Titel, da steht CVP Schweiz, Eidwahlen 2011 drin, das bringt noch nicht viel. Diese Überschrift hier schaue ich mir kurz an, ist da wenigstens H1 verwendet worden, da wurde H1 verwendet, ist gut. Was ganz doof ist, ist, dass hier Eid abgekürzt wurde, weil nach dem sucht kein Mensch, also hier besser mit richtigen Keywords arbeiten und nicht mit Abkürzungen. Dann Social Media Integration, haben wir hier diese 4 Buttons, ich gehe kurz drauf und das ist jetzt die erste Seite, die das richtig perfekt gelöst hat. Die erklären nämlich zuerst mal, was ist RSS-Feed überhaupt und dann, wie abonniere ich das. Also 10-mal besser gemacht, als bis jetzt alle anderen das gelöst haben, bravo hier der CVP. Dann schaue ich mir den Twitter-Account an, schon mal gut, dass er in einem neuen, separaten Tab aufgeht, in einem Fenster. Und das hier ist ganz schwach. Auch hier wieder, liebe CVP, Social Media, Twitter, das sind Dialoginstrumente. Wenn ich nicht niemandem folge, dann zeigt das auch, dass es mich nicht interessiert, was die anderen zu sagen haben. Also folgt auch ein paar, dann gibt es sicher die einen oder anderen, die was Schlaues zu erzählen haben und macht da nicht einen auf Monolog- oder Einwegkommunikation. Dann klicke ich auf Facebook, Facebook-Auftritt. Auch hier geht es direkt auf den Allgemeinen, nicht auf die Wahlkampfseite. Finde ich okay, mit 557 Fans würde ich mich hier eher verstecken. Das bringt relativ wenig. Das zeigt höchstens, dass die Partei nicht viele Fans hat. Vielleicht noch der Flickr-Account, das ist was Neues, das habe ich bei anderen Sites jetzt nicht gesehen. Das finde ich wieder sehr gut gelöst. Ich habe hier von den Veranstaltungen die Bilder drin, die kann ich natürlich auch wieder einbinden. Die können in Blogs verwendet werden und so weiter, die Parteimitglieder. Können die wieder einsetzen, das finde ich gut gelöst. Zu guter Letzt noch die Navigation, vielleicht vorab noch die Videos, da habe ich keine gefunden. Die Navigation, die ist natürlich hier okay gelöst, weil es ist ja die Navigation der Webseite, erster Level, zweiter Level, das ist dann wieder okay. Also liebe CVP, grundsätzlich wäre es besser, eine separate Seite zu verwenden, Interaktionsmöglichkeiten anzubieten, ganz gut gelöst, wie Sie den RSS-Feed erklärt haben. Meine Note hier 4, mehr kann ich leider nicht geben, würde ich gerne, aber passt eben nicht. Würde mich interessieren, was eure Meinung zu der CVP-Webseite, Wahlkampf-Webseite ist. Kommentare wie immerhin. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.